So, die große Erkenntnis, dass man als Brösel, als Person, als Kiste nur das verstehen kann, was du Geist dir selbst in die Kiste hineindenkst. Und es ist sehr, sehr töricht, wenn man laufend sagt, das verstehe ich nicht. Ich nehme Bezug nehmend wieder immer auf das vorhergehende Selbstgespräch. Ist eigentlich alles tausendfach gesagt, diese einfachen Beispiele, wenn man die nicht wahrhaben will. Und ich kann immer wieder nur die Sätze wiederholen. Qualität sitzt niemals in den Reizauslösern. Egal, was in dir auftaucht, es ist dieser, in dem Moment, wo es in dir auftaucht, ist das erst einmal vollkommen ohne Qualität. Qualität wird erst erzeugt durch eine Reaktion auf den Reizauslöser. Du definierst es einseitig. Das ist, wenn ich immer wieder sage, zum Beispiel, ein Film hat keine Qualität. Es gibt keinen guten und keinen schlechten Film. Das gilt jetzt für jeden Moment, der auftaucht. Es gibt kein schönes und kein hässliches Bild. Es ist eine einseitige Reaktion auf irgendeinen Reizauslöser, auf ein Bild, das in dir auftaucht. Und damit erzeugst du dann schon die Entheiligung. Und darum der Satz, wenn ich immer wieder sage, wenn du jetzt hier irgendeine Figur, einen Brösel in deinem Traum beobachtest und dazu zählst auch du selbst blau geschrieben. Darum sage ich, das Wichtigste ist, beobachte dich selber. Wer derjenige, der dich das erste Mal selbst beobachtet, wie du reagierst und was sich in dir abspielt. In deinem darstellenden, da, geöffnete Berechnungen, darstellenden Bewusstsein. Diese Bilder, die du in dir auftauchen siehst, sind Berechnungen mit dem Intellekt, mit dem Schwamminhalt, mit dem Programm, der zurzeit in dir läuft. Also dieser Film, das Lebensbuch, diese einfachen Metaphern und eine Kritik, die geäußert wird von irgendeiner Figur oder von dir selbst, dir, von dem Trockennasenaffen selbst, den du beobachtest, du Geist, in dir natürlich immer nur. Sagt überhaupt nichts aus über das, was kritisiert wird. Kritik ist eine Bewertung. Es sagt alles über diese Einseitigkeit des Kritikers aus. Um zu bewerten, muss ich immer einen Vergleich machen mit was. Es ist diese Waage. Es ist ein Vergleich mit einem einseitigen Wertesystem. Das ist das, was dir bewusst werden muss. Und das Geheimnis der Worte in Kleinigkeiten, wenn wir reingehen, das ist Sprichwörter. Ich sage Märchen und Sprichwörter sind das Wertvollste, was du überhaupt besitzt, wenn du verstehst, dass es hier um die Metaphern geht. Das sind Sätze, die predige ich seit über einem Vierteljahrhundert. Und dann wirst du feststellen, es landet irgendwann einmal fast alles im Deus Ivri. Ich schmäle damit nicht die anderen Sprachen, sondern das ist ein Reduzieren in der Einfachheit. Mir fällt jetzt einmal so spontan ein, wenn du jetzt zum Beispiel, ich frage dich jetzt einmal, Sprichwort, der ist beducht. Ich gehe mal, du lächelst jetzt mit dem Ritterprogramm, wenn du glaubst, die Ritter zu sein, jetzt gleichgültig, wer du zu sein glaubst. Das ist erst einmal im Hintergrund dieses Menschsein, ein eigenständiges Programm. Und jetzt frage ich dich, Geist, weißt du mit deinem Programm, was das heißt, wenn man sagt, er ist beducht? Oder hast du das noch nie gehört? Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was das eigentlich bedeutet? Was würdest jetzt du sagen? Mit deinem Programm. Jetzt können wir uns das mal anhören, was das Ritterprogramm sagt. Ritterprogramm, wie definierst du das Wort beducht? Wie kannst du dir die Symbolik vorstellen? Also wenn ich den Begriff Tuch als Kleid nehme, dann würde ich sagen, der hat ein reiches Kleid um sich herum. Also, Das ist, du ne? landest bei den meisten Menschen, die ich mir jetzt ausdenke, und ich weiß sogar, wieso das so ist, weil ich die mir jetzt so ausdenke. Ich denke Ja. mir, dass die meisten Trockennasenaffen das folgendermaßen definieren, dass früher ja, man sagt ja, die kommen ja wieder aus der Vergangenheit, dieses Wissen, es kommt immer aus dir. Dass früher ja Tuch, ein feines Gespinst, dass das eigentlich die Reichen hatte, ein feines Tuch an und wenn er beducht ist, ist er reich. Reichet. Aber in Genau. Wirklichkeit kommt es aus dem Jüdischen. Wir Richtig. schauen uns das ganz einfach einmal an, pass auf. Da springen wir ganz einfach, mein Bild, springen wir mal rein. Ich habe schon da stehen. Schau, das kommt nämlich aus dem jüdischen Wort B, Ballader Spiegel, ist eine Kollektion. Siehst du das? Ja. Rot gelesen, das ist Betuch. Wir können das Waffen mit reinsetzen, schauen wir uns gleich an. Das heißt, in der Mitte, in diesem Kopf des Schöpfergottes, im Mittelpunkt ist ein göttliches Kollektiv, wo alles eins ist. Ein nicht existierendes Bewusstsein. Okay?
Und dieses Betttuch heißt Sicherheit, Vertrauen, das absolute sich verlassen können, auf den in dir arglos sein. Das heißt, wenn du beducht bist, lebst du in einer absoluten Sicherheit mit dem Vertrauen auf Gott, auf den absoluten Mittelpunkt. Da kommt das Wort beducht her. Machen wir nur U mit rein. Die totale Versicherungs-, vertrauensvoll und sicher sein. Das bist du aber nur in der Mitte. Sicher, vertrauensvoll die Versicherung. Jetzt sage ich immer wieder, solange du jetzt Trockennasen auf und glaubst, Gelder hätte ich am Leben oder du hast Kranken- und Lebensversicherungen, spuckst du Gott diesen Mittelpunkt ins Gesicht. Weil du meinst, die aus von dir ausgedachten Sachen sind mächtiger wie Gott. Solange ein Matrix-Mensch glaubt, er würde von Geld am Leben erhalten, glaubt er nicht an den wirklichen Schöpfergott. Ein Mensch, der nicht an Gott glaubt, bekommt zwangsläufig von El Hayom auch keine Sicherheit und kein ewiges Leben geschenkt. Das sind jetzt ausgedachte blaue Menschen, die überleben sowieso nicht. Wenn sie leben, sind sie über dir drüber ausgedacht in der Transversalen, werden aber mit dem nächsten Gedanken schon wieder zerstört. Was ist ewiges Leben? Interessant, ne? Ah, Wahnsinn. Da wirst du übrigens auch feststellen, das Malochen. Malochen, sagt man, ist ein anderes Wort für Arbeiten. Das ist ja noch interessanter, wo das herkommt. Das ist natürlich auch hebräisch, jüdisch. Das beginnt einmal mit einem M und mit einem L. Interessantes A wird nur als Vokal gesprochen. Mal. Ja. Okay? Ja. Das ist dieses, es ist definitiv das A, das vor dem B steht. Vor dem B Roshet ist das A, das letzten Endes praktisch hier die absolute Eins rot geschrieben, ja, ist nicht da. Die fokalisiere mir jetzt, das ML, ja, wir wissen, Gestalt gewordenes Licht, wenn wir es blau lesen. Gestalt gewordene Wasser, Gedankenwellen, Gestalt gewordenes Licht, das ist das dann mal das Beschneiden. Ich mache jetzt wieder mein Aufspannen. Ja. Du beschneidest dich, darum heißt es auch dann übertragenerweise hier, na, jetzt habe ich einen Blackout, beschneiden und bin ich jetzt doof, gegenüberliegend, gegenüberliegend. Das Wort, das ich gesagt habe, wenn das aus dir herausspringt, dieses System, hast du gegenüberliegend dir, denkst du dir einen ausgedachten Nullpunkt, der plus minus ist, kannst du mir das kleine Bild anschauen, und dann hast du plus eins, minus eins. Und wenn ich jetzt die Pfeile nicht in diese Richtungen immer mache, das ist eigentlich verkehrt, ich kann jetzt hier minus eins, plus eins. Unten ist minus eins, ist eigentlich nichts. Minus eins, plus eins, bleibt dann die ausgedachte Null. Die ausgedachte Null. Okay? Und jetzt brauchen wir dieses Aleph, wenn wir jetzt dranhängen, als O vokalisiert. Das ist ja auch O. Mala, in dem Moment bekommst du eine Fülle. Ah ja. So. Diese Fülle, das, was dich jetzt anfühlt, ich sag, was du fühlst, ein Erfüllen, erwecktes Füllen in dir drinnen, ist eigentlich das Ganze in Bezug blau gelesen, das ist das Einzige, alles, was jetzt da ist, ist das Einzige, was da ist. Bloß das verändert sich ständig. Ständig. Ja, genau. Achte auf das Wort stehen. Wenn ich sage, das verändert sich ständig, das ist schon wieder ein Oxymoron, wie in Bewegung setzen, ein Widerspruch in sich selber, historische Fakten. Ja. Das sind alles Widersprüche in sich selber. Okay? Und dann kommt hier Maloch. Und jetzt müssen wir das CH, machen wir kein CH, sondern am Ende ist das in der Regel ein Kaff. Das heißt dann dein, deine Fülle, deine Menge, das, was du ausführst, das, was du dir ausdenkst, was du ausführst, ist das, was dich anfüllt. Ja. Und das ist das, was du fühlst. Ja. Und jetzt kommst du, das ist das hebräische Wort für Engel. Der Bode. Der Priester. Der Priester ist ein Prophet. Das bist du selbst, du bist ein Prophet, weil es wird immer alles genauso sein, selbsterfüllende Prophezeiungen nenne ich das. Das sind selbsterfüllende Prophezeiungen. Ein Engel ist ein Reduzierter, wir können das immer rot und blau machen, der Priester. Eine Frucht, in der ich mich versteckt habe, das sind meine Geistesfunktionen, weil ich das Zentrum von dir bin und du bist aber auch ein Zentrum immer wieder. Diese ausgedachte Zentrum oder das absolute Zentrum. Okay? Und jetzt kommt die Arbeit. Ah ja. Das schiebst jetzt Malochen, Malochen, Maloche. Die Maloche ist die Arbeit.
Aber der Arbeiter Gottes, das sind immer die Schreibstifte, wie ich das nenne. Ja. Du musst eins wissen, ich gehe mal da wieder zurück. Dann beenden. Das jetzt hier in den Ohrenbarungsschiffen sind erst einmal diese Haufen Hauptwerke. Und das ist sehr, sehr vielfältig jetzt die neue Internetseite. Das sind jetzt wieder alles ausgedachte Sachen, sind ja hier die Grundschriften einmal, die sehr einfach sind, diese acht Ohrenbarungsbände im achten Band mit dem kleinen Trick, im Gottsein, dass nichts außerhalb von dir existiert, mit der Religion der Physiker erklärt, die keiner verstanden hat. Es ist immer wieder die symbolischen Bilder des Kaisers neue Kleider. Keiner begreift, du lebst in der Welt des Kaisers neue Kleider. Und wenn dir nicht wieder wie die Kinder, wenn du jetzt nicht das Kind wirst und einfach unbedarft, ohne Wissen schaust, was ist jetzt eigentlich da? Wenn du eine Zeitung liest. Was ist dann eigentlich da? Das ist Sprengstoff, intellektueller Sprengstoff. Dass ich dir einen Zettel gebe mit Politikernamen oder Persönlichkeiten drauf und dann wirst du feststellen, wenn das eine andere Sprache wird auf chinesische Schrift sein, dann würdest du nur das sehen, was da ist. Du gleitest jedes Mal durch deine Interpretation in einen vollkommen ganz persönlichen Bereich weg deiner Gedanken. Das ist deine Vorstellung, wenn erschaffst du selber jeden Gedanken. Und der wird so sein, wie du ihn denkst und du bist der Einzige. Du, Geistesfunk, bist der Einzige, der den zu sehen bekommt. Achte auf das Wort Ehe. Also zu glauben, wenn du jetzt unbewusst als Brösel unter Brösel lebst, dass die Brösel um dich herum dasselbe sehen wie du, es ist, weil du das glaubst, bin ich so oft darauf eingegangen, jetzt in unserem Corona-Beispiel. Du kannst jedem in dir alles Mögliche beweisen, aber nur das, was du vorher auf deiner VR-Brille erschaffst und die Figuren, die dann auch auf sinnlich wahrgenommen, diese Menschen auf deiner VR-Brille auftauchen, das sind trotzdem Kisten, wo du dann hundertprozentig sicher definierst, mit deinem Glauben, mit deiner Beschwörungskunst, dass die ja dann zwangsläufig dasselbe sehen wie du. Es bleiben aber Protagonisten in deiner Traumwelt, in deinem Kopf. Sehen kann nur der Geist, der träumt. Das ist der Einzige, der den Traum erlebt. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Jetzt spitzt sich das Ganze zu. Auf diese Spitze, auf das Echad, Chetty. Ja. Alles sehr, sehr einfach. Es ist wirklich einfach. Es ist so verkopft. Es ist so verkopft. Das sind Möglichkeiten, die Relativitätstheorie dann. Ich rede jetzt, das ist ja nur das Geheimnis der Speziellen, die allgemeine Relativitätstheorie, wo dann eigentlich sich diese physikalische Weltvorstellung aufbaut. Das ist nötig. Ich sage nicht, dass das was verkehrt läuft. Das wird ja dem Film Inceptions gar nicht geben. Wenn nicht im Hintergrund komplett diese Physik mitlaufen würde. Dass wenn sich die Masse erhöht, dass sich die Zeit verschiebt. Das ist alles basiert, alles auf dieser kleinen Formel. Und die kleine Formel ist halt schlichtweg und einfach, die wird dann nur umgeformt, entweder auf Länge oder auf Zeit oder auf Masse. Da tut man ein bisschen erweitern, gedachterweise. Es bleiben immer nur Gedanken. Und das ist natürlich dann dieses Verrückte, dass da dieser Begriff 1 durch Wurzel. Und dann haben wir 1 minus 1 plus 1. Jetzt steht hier schon Wurzel 1 plus 1 minus 1. Aber plus 1 minus 1 ist 0. Was ist die Wurzel 0? Plus minus 0. 1 durch nichts. Weil alles Energie ist. Und nichts ist nicht nichts, sondern das ist etwas, was nicht existieren kann. Wir können uns, und das ist jetzt natürlich, jetzt müssen wir das Existieren rot machen. Ja. Das ist dieser Satz, den ich immer wieder wiederhole, wenn du jetzt Physiker bist. Du lernst auch beim Abi, diese reine Energie ist definitiv weder zerstörbar noch vermehrbar. Du kannst Energie weder zerstören noch vermehren. Also muss diese Energie doch was anderes sein, wie diese jetzt wieder in deiner Welt ausgedachten Energie, wo man Energiegewinnung macht, wo man Energie verbraucht. Das ist eine gewisse Art von Zerstörung von Energie. Wenn wir jetzt in die Welt der vorgestellten Thermodynamik kommen, das sind Formeln. Es ist so wie beim Computerspiel, bei einer virtuellen Welt ist ein Programm dort, das aufbaut mit den Naturgesetzen. Wenn wir uns jetzt ein Videospiel machen, gibt ja sehr viele Videospiele, die irgendwie mit Außerirdischen zu tun haben. Diese Außerirdischen, die Struktur liegt in dem Programm. Wenn wir virtuell Golf spielen, da sind die normalen Naturgesetze einprogrammiert. Wenn ich immer wieder sage, mit meinem Golfball, der so fliegt. Ja. Passiert aber immer nur mit Iterationen.
Und selbst wenn was iteriert, muss dir klar sein, wenn ich jetzt mir schon vorstelle, 1 plus 2 plus 3 plus 4, Bündchen, 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 bis ins Unendliche, dann mache ich hier letztendlich, existieren du in dem Moment bloß immer das, was ich im Moment denke. Dann besteht praktisch nur dieses 1 plus 2 plus 3 Bündchen, Bündchen, Bündchen. Jetzt das vorhergehende Selbstgespräch jetzt ausgedacht, das ist dann minus 1, das ist nichts. Oder dann im Kehrwert, und jetzt kommt jetzt gehen dann die Hirnwichsereien los, wo ich sage, das sind Gedankenspielereien, so wie wenn du dir Märchengeschichten ausdenkst. Mit einer nachvollziehbaren Realität hat weder der Mikrokosmos was zu tun, noch der Makrokosmos, sondern das sind Vorstellungswelten, die von unseren, wir Physiker wissen ja, nachgeplappert werden. Und das war zu allen jetzt ausgedachten Zeiten so, und es wird bis in alle Ewigkeit so bleiben auf dieser Ebene. Evolution, Revolution, ein ständiger Austausch in Vorstellungswelten. Darum musst du das nicht bewundern, sondern diese verschiedenen Sichtweisen, wie ich sage, mach sie dir zu eigen, integrier die als Seinsmöglichkeiten. Ja. Und irgendwann wirst du dann, ich sage immer wieder, wenn du eine neue Zukunft haben willst, musst du deine Vergangenheit verändern. Das klingt so unglaublich, den Famen, auch das Austauschen, der Spiegelung. Rein arithmetisch können wir auch in die Vergangenheit reisen. Aber jetzt kommt das Axiom, geht ja nicht. Wer bestimmt es? Das verstehe ich nicht. Höre ich als Udo und der Brösel so oft. Und ich sage immer, wer bestimmt jetzt das, dass das nicht geht? Zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Das geht nicht. Ja. Die Lösung liegt in einem Bereich, dass du merkst, du hörst nicht richtig zu. Es ist es nämlich. Es ist schon, das Problem liegt in der Mathematik. Ich muss nur wissen, was das Wort Mathematik bedeutet, das ja laut Wikipedia nicht keine genaue Definition vorliegt. Geh, nimm doch einfach ein Wörterbuch und schau dir das ganzheitlich an. Weißt du, das, wenn ich immer unsere Kamera obscura nehme, das ist ja diese Linse. Ich sage das genau genommen in einem Punkt. Das sind zwei, wie sieht der Linse aus? Stell dir das wieder bildlich vor, dann wirst du feststellen, dass das gebeugt ist. Dass die Kamera selbst als Ding an sich, eine Kamera, eigentlich kein dreidimensionaler Raum mit einem Volumen ist. Hast du mein Bild? Ja. Weißt du, das, wenn du dir nur anhörst, es geht nicht, dass du das hörst, sondern es geht darum, eine Kamera ist ein Gewölbe. Eine gewölbte D-Ecke. Jetzt schau dir meine Bilder immer wieder an. Ja. Jetzt kennt man noch das Gesetz von Dahlias, nicht mehr, das, wo du reinschaust, ist letztendlich, wenn du rumkreist, ohne jetzt darauf einzugehen, dass du dann immer in ein Rechteck reinschaust. Das ist eine Wölbung im Zimmer, ich habe das so oft gesagt. Und Ja. dieses Gewölbe müssen wir jetzt uns plus minus denken. Da habe ich, das wird alles schon in der Mutation, gehe ich da drauf ein. Was natürlich hier ganz schön ist, dass man jetzt die Linse, das ist jetzt erst einmal das Licht Gottes. Das ist übrigens auch so ein kleiner Kürzel, das ist Lichtintellektuelles, Lichtschatten nenne ich das, das ausgedachtes Licht oder das göttliche Licht. Das wird normalerweise übersetzt zu mir. Das ist zu mir, von mir, zu mir, für mich. Ich habe, ich bin, besitze, ich hatte. Ich habe zigfach schon darauf hingewiesen, dass im klassischen Hebräisch, im Ivri, gibt es kein, existiert kein spezielles Wort für haben. Haben in Form von besitzen. Haben ist ja hassen. Da sagt man Ischli. Im normalen Ivri spricht man das, glaube ich, Jeschli aus. Das ist jetzt da nicht drin. Isch ist die Gestaltwerdung. Wir sprechen die Jesch. Ich kann jetzt auch Isch nennen. Das Bestehende, das Existierende, das, was da ist, das dann zu mir kommt. Das Bestehende kommt zu mir. Aber von wo kommt es her? Jeschli ist dann die Umschreibung für ich besitze etwas. Besitz ist aber schon wieder, du sitzt in der Mitte zwischen dieser Polarität, das ist dein Besitz. Innen. Der Besitz. Und jetzt ist es die Li, und jetzt machen wir einfach mal NSE. NSE, die Linse. Das ist auf die Probe stellen, etwas ausprobieren, experimentieren. Da bin ich im letzten Selbstgespräch. Ex herausgetreten, um mich herum sind Ments, ausgedachte Tiere, das Mentieren, die ich mir überlege und dann in Raum und Zeit um mich herum mir aus den Gelügen verbreiten. Das ist die Linse. Diese Ex um diese Linse
zu mir, in mir, es ist eigentlich in mir drin. Merkst du, wir sind schon wieder in dem Kontext. Wir können dann natürlich noch andere Sachen, wir können das NS natürlich auch mit einem Augenblick machen. Du kommst aus dem System nicht raus, dann muss was in dir aufbrechen, du musst was aus dir herausreißen. Reißen hast du in einen Spiegel, in deine Spiegelungen reinschauen, in deine Spiegelwelt. Das ist dann die Existenz von raumzeitlichen Augenblicken. Linse. Puff. Ich könnte jetzt da noch viele Möglichkeiten machen, wenn du den Hintergrund hast, was du feststellst, es stimmt immer. Immer. Es stimmt immer. Umso mehr du weißt, und jetzt ist ganz wichtig, was ich immer wieder darauf hinweise, mir geht es nicht um diese unendliche Vielfalt vom Wissen, sondern um das Prinzip. Du musst das wissen, was du selbst bist. Du bist immer. Wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du immer. Und alles, was du dir ausdenkst, was existiert, ist vergänglich, weil es ist dieses Kommen und Gehen. Also wie geistlos ist es, dass du Angst hast, irgendwas zu verlieren? Das sind solche Sätze. Auch hier weiß ich beim normalen Menschen, wenn du die geistige Reife nicht hast, du brauchst hier notfalls ewig, jetzt in Zeit gesprochen, mindestens 20, 30 Jahre vom ersten Mal hören, was aber nicht sein muss. Du könntest es sofort akzeptieren, wenn du begreifst, dass morgen nichts passiert. Genau. Dass in 5 Minuten nichts passieren kann. Es kann jetzt der Gedanke passieren, jetzt ist schon wieder das Passieren, heißt ja auch vorüberziehen. Aber das kommt nicht von der Vergangenheit in die Zukunft, sondern von unten und fällt wieder rein. Dann kriegst du es wieder zurück, dann wird es wieder eins mit dir. Das heißt, jetzt kommt eine schöne Spiegelung. Alles, was du glaubst, dass du es verloren hast, hast du zurückbekommen. Du kannst aber nur das zurückbekommen, was du dir vorher ausgedacht hast. Genau. Das heißt, alles, was du bekommst, kannst du immer nur von dir selbst bekommen. Rot geschrieben, von dir selbst, vom Wohnungsinhaber, von dem absoluten Zentrum bekommen. Das Denken formt sich komplett um und es läuft jetzt parallel. Und darum ist mir wichtig, dieses Prinzip musst du verstehen. Du musst da nicht wissen, wie jetzt hier das im Detail funktioniert, sondern dass man nur ein Gefühl kriegt, dass das stimmt. Und ich mache immer gerne das Beispiel mit Schule. Das ist, wenn du in die Schule kommst. Es verlangt keiner wirklich, dass du Kopfrechnen kannst. Wenn du immer, früher habe ich gesagt, bei Wetten, das, wenn ich jetzt zurückspringe und du einmal hier wieder in die alte Sendung Wetten, das, wenn dann so Rechenkünstler sind, die hier die 45. Wurzel aus einer 13-stelligen Zahl innerhalb von 2 Minuten den Kopf ausrechnen. Geht es überhaupt? Ich sage, es wird so sein, wie du es glaubst. Ja, ich habe es doch mit eigenen Augen im Fernsehen gesehen. Was hast du dann gesehen, wenn du das bei Wetten, das gesehen hast? Du hast dann Lautsprecher zugehört und auf einen Monitor geklotzt. Kann der das? Oder kann das der, den du dir jetzt ausdenkst? Ja, wenn du dir einen ausdenkst, der das kann, dann ist das so, obwohl es dann in Wirklichkeit trotzdem nicht kann. Genau. Ja. Das ist wie mit den Gefühlen. Du kannst dir welche ausdenken, die schmerzen, aber ich garantiere dir, diese Gedanken haben keine Schmerzen. Diese Informationen. Empfinden und erleben du den Traum nur der Geist, der träumt. So ein simpler Satz. Ja, was soll ich dann machen? Dann sitzt du da wie bestellt und nicht abgeholt. Ich sage, einfach deine Rolle weiterspielen und dann wirst du merken, wie ich dich inspiriere. Von innen heraus. Du musst eine feine Antenne kriegen. Das ist ja das, was ich heute Morgen nochmal reingestellt habe. Ich tue mal ganz kurz in unseren Chat reinspringen. Nennen Sie mal dieses kleine Update. Da habe ich zuerst ein Lied nochmal aufgegriffen, aber das ist jetzt wichtig. Von unserer Sabach, von der Karin, K-A-R-I-N, da steckt die Arithmetik mit drin, dieses Video und jetzt genau aufgepasst. Wir können das auch, warte mal, ich mache das so. Diese Umschalterei immer. So. Ich war beim Schreibstift, Ritter. Richtig. Ritter meine ich jetzt. Den Geist, der mir zuhört. In einem normalen Gespräch, in einem normalen Denken. Das heißt also hier, wir lassen das einmal schnell laufen. Da ist ein Bild, dann nichts, dann ein anderes Bild, dann wieder nichts, versteckt durch einen Wimpernschlag. Das ist es, wie Existenz funktioniert. Dein Herz schlägt und stoppt für einen Moment. Das ist hier auch, was ich sage, wenn ich immer in den Ohrenbildungsschriften Schreibstift
Andrea Michaelis, Schreibstift, Diana Madaras. Das sind Gedanken, die du dir denkst. Es kommt alles aus dir. Das sind irgendwie, wenn ich sage, Schreiber, die ich benutze, die können nur das schreiben, was ihnen einfällt, und die sind wirklich, es ist kein Unterschied, ob du jetzt ein Buch von der Diana oder von der Andrea lesen musst, die sind alle von mir autorisiert. Das wirst du aber merken, das ist auch alles reine Solo-Feeling, baut auf Solo-Feeling auf. Und jetzt genau aufgepasst, da ist ein Bild, dann nichts. Jetzt schauen wir uns das an, blau, das ist immer blau, geöffnete Schöpfung ist ein Augenblick, 70, 10, 50. Dann im Kind, nochmal eine geöffnete Schöpfung, ist gleich plus, minus, jetzt ist die ganze Gedankenwelle da, dann nichts. Und nichts ist all, und das ist Gott. Das ist, der Geist wird zu einem kreisenden Pi. Dieses TT 400, 400 ist 800. Dann ein anderes Bild, wieder der Augenblick, AND auf ein Auf- und Abschwingen, ist erweckte Raumzeit im Kind. Dann wieder, wie geöffnet, berechnet, Generation, nichts ist plus, minus ist nichts, plus, minus ist nichts, plus, minus, wenn wir das jetzt zusammenschieben, wie ich immer wieder sage, unsere Welle, die wir zusammenschieben, drehen wir eigentlich um 90 Grad. Ja. Versteckt, jetzt kommen wir ja langsam in unseren Tetraederspiegel, generierte Generation mit einem Wimpernschlag, doppelt aufgespannt, gleichzeitig des Meeres im El Hayom, BE, schreiben wir BH, die Quintessenz, wir zwei, JCA, ICH heißt hier, RN. Jetzt habe ich das doppelt gemacht, ein rotes und ein blaues RN. Schauen wir uns gleich an. Da kommt dann später übrigens, wenn dir hier, Fragezeichen ausgedacht, etwas nicht gefällt, GE Quadrat ist plus, minus ist jetzt unser Dahl. Du gehst über den Jordan hinabsteigen, irdisch werden. Das Feld kommt von Fallen, von Falsch, von Falle, Falla Lateinisch. Sprich mit Gott und höre deine Selbstgespräche. Das Jetzige zum Beispiel, höre sehr aufmerksam zu. Und jetzt kannst du hier das nochmal antippen. DA, der geöffnete Augenblick, das heißt Wissen. DA, da ist schlichtweg und einfach Erkenntnis, ein Wissen. Und die erfährst, du erfährst immer nur dein eigenes Wissen. Du kannst nur das verstehen, was deine Logik dir verstehen lässt. Stimmt oder stimmt? Dann nochmal ein Blau. Das ist zum einen das Auge und die Quelle. Wichtig bei der Quelle, die Quelle als Ding an sich ist nicht das Wasser. Das sind so Kleinigkeiten. Wenn du eine Quelle siehst, siehst du einfach bloß, wo Wasser rausquillt. Das Wasser ist was anderes wie die Quelle. Wo kommt das Wasser her? Und dann wirst du feststellen, die rot geschriebene Quelle ist El Hayom, das ist Gottes, das ist nichts. Und du schaust immer das Hineinsehen. Du schaust immer in dich selbst hinein, im Meer. Du musst aufhören, dich nach außen zu fokussieren. Das ist ja eigentlich das große Spiel. Dann haben wir Beelet, heißt im Kind. Wir können auch BLD lesen, dann heißt es, in mir wird etwas geboren. Das sind Lichtöffnungen. Dann dieses DA, habe ich schon gesagt, ist N plus minus N, ist nun. Das heißt absterben, D generieren. DE heißt wieder Wissen, 470, ein Wissen generieren. Ab heißt ja, af ausgesprochen, aus 1 war 2 und jetzt sind es raumzeitliche Spiegelungen, sind erweckte polare Existenzen. Und jetzt fängst du an, Entartungen zu verursachen durch dein Denken. Entartung, Arten, was sind Arten? Kann man immer rot und blau schreiben. Das ist die Vordersprache. Und dann das Nichts, rot. Da habe ich jetzt die zwei. Das Nichts ist schon mal interessant. Das heißt nämlich feststehend, ruhend, stationär. Ein Nicht ist ein Bewusstsein des Ich. Das ist der, der mich jetzt sprechen hört, wenn du immer weißt, wer du bist. Du bist etwas Nicht-Existierendes. Und du bist in dir selbst feststehend, ruhend, stationär, weil du dich keinen Millimeter von der Stelle bewegst. Du bist im Meer. Wie ich, JCH, der absolute Mittelpunkt. Heiliger Geist ist absolute Liebe. Synthese, These, Antithese, das hatten wir erst. Mann und Frau, Segen wie Nikaba. Ei und Samen, das müsste man mit euch schreiben.
Das ist es still. Wo wollte ich denn hin? So, jetzt. Das ist, irgendwann akzeptiert man das. Und es geht nicht, was gut oder böse ist, wenn ich so. Jetzt unser letztes Beispiel, wie du das nennst. Du erscheinst dir doch selber fremd, wenn du zum Beispiel ein Uigur bist. Das ist ein Reisender, der in der Fremde übernachtet. Weil du in einer Traumwelt lebst, das heißt, die Rolle spielen, aber dann musst du von den Saul aus dem Saulus, muss der Paulus werden. Du musst dir nichts vorwerfen, was du gemacht hast. Frag dich, warum du das machst, weil da etwas in dich drin ist, das Tier in dir, dein eigenes Ego, das dich definiert. Es wird für dich immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Da reicht dir der Brösel Udo, jetzt als ausgedachte Figur, zeigt dir den Weg nach innen. Von außen nach innen muss führen der Weg und du spuckst ihn um. Dass ich sage immer Udo, was löst das Wort Udo in dir aus? Es gibt so viele verschiedene Udos. Aber was ist die Wurzel in die Tiefe, wenn du in die Welt der Symbolik reingehst? Ich sage immer ganz, ganz definitiv, du musst dich nicht sorgen um irgendwelche ausgedachten Dinge. Das größere Problem ist, warum wiederholt sich das immer wieder? Warum wiederholt sich immer wieder dein eigener Körper? Weil du nicht loslassen kannst. Solange das Spaß macht, sage ich, spielt es überhaupt keine Rolle. Wenn du jetzt irgendeinen Fehler produzierst durch Ausdenken und du hast Freude aufgrund deines Wertesystems, Freude an dem, was jetzt in dir fällt, und es wiederholt sich Millionen und Abermillionen Mal und du hast jedes Mal Freude, ich verspreche dir, irgendwann wirst du keine Freude mehr dran haben. Dann hat man es dann im Hintergrund dann doch eine, das gilt für deinen eigenen Körper, wenn du älter wirst, dass du umso älter du wirst, wenn jetzt du einseitig werdest, jetzt sind wir wieder in der einseitigen Wertung, wirst du immer weniger Spaß an deinem Körper haben, weil du nicht begreifst, dass das eigentlich was Schönes ist, mit Anstand alt zu werden. Oh, ich habe einen schönen Satz, du sagst, jetzt rede ich einmal wieder ganz vollkommen raumzeitlich. Als Ritter sagst du das hier, leicht drückst anders aus. Ich würde jetzt hier zu deinem Martin, zu deinem Mann sagen, der hat dasselbe Glück wie ich. Wir besitzen zwei Frauen, die edel altern. Aber da muss man sehen können. Und darum sage ich immer wieder, es ist so lächerlich, wenn du dir jetzt hier wieder Figuren in deinen Drama anschaust, egal ob das Bilderpixelmännchen oder auf der Farbbrille real existierende, Betonung liegt wieder auf dir, Erscheinungen sind, sinnlich wahrgenommene Informationen sind. Wenn ich ältere Männer sehe mit 50, 60 Jahren, die sich die Haare färben, das sieht so lächerlich aus, das ist jetzt Udo-Programm. Das ist ein Nicht-Einverstand-Sein, das ist so unecht. Egal, was die dann äußern, das ist schon ein klares Zeichen, dass der ein großes Problem hat, wenn du sehen kannst. Es ist so. Es ist das, was ist. Es sieht einfach lächerlich aus. Super. Kannst du denn mit Anstand alt werden? Ja, super. Und dann sage ich, die Probleme, wo jetzt unsere Freunde der Schulmediziner waren, man nennt sich aufblähen, immer mehr neue Krankheiten einstellen. Denk an das, was ich über die Mineralien gesagt habe. Reines Olivenöl für die Haut. Ja. 100%ig sicher ohne Mineral. Mineral, ja. Aber Mineralien brauchst du wieder, wenn du ein Nahrungszusatzergänzungsmittel kaufst. Dass dir permanent, was dir fällt, ist Weisheit, ist göttliche Weisheit, das ist das Einzige, was dir fällt. Und du wirst an Mangel leiden, wenn du nicht Akkohol, wenn du nicht so einen geistigen Allesfresser wirst. Das bezieht sich nicht nur auf Nahrung, sondern vor allem auf intellektuelle Wissens, auf Glaubenssysteme. Das ist das Entscheidende. Die benötigst du für deine Heiligung. Und jetzt, ja, aber ich komme doch da nicht mit. Das Erste, du musst nur verstehen, dass da außen nichts ist, dass von außen nichts kommt, dass das schon alles in dir drin ist. Und jetzt beginnt ein vollkommen neues Spiel. Du fängst jetzt einmal an zu schauen, was da noch alles in dir drin ist, wo dich bisher nie interessiert hat, was nie für in der Esse war, für inneres Sein. Jetzt haben wir bei dem Sein ja schon wieder, wenn wir das blau machen, dann wird es zu einem Existieren. Du siehst ja erst, was in dir drin ist, wenn du diese Facetten herausspiegelst, in die Existenz hebst. Und dann wirst du feststellen, dass du voller Wunder bist. Kann ich bestätigen. Das ist das, wo ich sage, das ist ein intimer Akt. Immer dran denken, solange du in Zeit lebst, intim, ist in time, englisch gelesen. Ja. In göttliches Sein ist T-E-M-E.
dann lebst du voller Überraschung und bist voller Wunder. Ja. Das ist die Time, darum sage ich, das ist was Intimes. Das ist, wenn du in den siebten Doch kommst. Das ist die Phase, auch interessant. P ist die Weisheit, rot geschrieben. Und Hase, was ist der Hase? Hase 575. Die rote 7, wir müssen es kurz einmal machen, dass wir uns das genau anschauen. Das sind ja ganz Kindergarten für all die Holofeeling-Hasen. Da haben wir hier eine geistige, eine Sattheit, eine Fülle. Das ist die Sattheit, die Fülle des Geistes, rot geschrieben. Und dann haben wir zwei Quintessenzen, nämlich ein Punkt, ein Mittelpunkt. Das kommt jetzt dann die Vierteilung, Quintessenz oben und unten. Eine Wahrnehmung, eine Selektion blau, was wir jetzt hier einfach mal den mittleren 7 machen wir rot. Und dann haben wir eine Wahrnehmung plus und eine Minuswahrnehmung. Die waren jetzt beide von dem Plus abgetrennt. Minus, Minus, Minus mal Minus ist Plus. Darum heißt dieses Hasa, heißt definitiv Fantasieren, Wachträumen. Kannst du in die hebräischen Wörterbücher reinschauen. Wird aber meist, ich habe da schon darauf hingewiesen, wird niemals so übersetzt. Das heißt dieser, dieses da, dieses. Und es das heißt auch, er spritzt, er sprengt, er spritzt etwas aus sich heraus. Das sind deine Faust. Aus dem Einheitskreis. Hase etwas vor sich hin, selbst hinträumen, fantasieren, wachträumen. Darum ist es der Dachspiegelraum. Wie der Hase schlägt dir unberechenbare Haken. Ja. Ja. Steckt alles drin. Magst du das? Und wenn du jetzt aus dem ersten He ein Chat machst, dann kriegst du Chasa. Das ist jetzt ganz interessant, wo ich so oft gesagt habe, das ist das da mal die Brust, nicht zu verwechseln mit der weiblichen Brüsten. Das heißt jetzt hier zusehen, erblicken im Geiste, sehen, etwas anschauen. Immer für welche, weil ja immer wieder neu dazu kommen. Dieses Chasa ist der Brustkorb. Genau. Und da sitzen jetzt die zwei Shadim drauf, das sind die weiblichen Brüste, Shad, Shin, De, die logischen Öffnungen. Shadim sind zwei logische Öffnungen. Jetzt hast du schon das, was du heraushebst, was du aber in der Brust, wo das Herz rot geschrieben das Innerste ist. Jetzt können wir dann den Körperaufbau, die Symbolik erkennen. Mit den Rippen wird nicht aus den Adern eine Rippe entnommen, eine Zella, und vorhin hingestellt, aber immer nur eine Seite von den ganzen Rippen, die du hast, weil dir so viele Sichtweisen, so viele Perspektiven von dem, was du in der Geist siehst, du wirst feststellen, du landest dann irgendwann einmal geistreich gelesen wieder bei 16 Perspektiven. Ein Drehen. Habe ich eine Vorstellung oder keine Vorstellung? Wir sind immer mit der Tasse. Du kannst deine Tasse nicht sehen. Du kannst dir Tasse vorstellen, aber was du siehst, Henkel rechts, Henkel links, ist, dass du dir ein Objekt in einen ausgedachten Raum hineindenkst und dann praktisch hier verschiedene Perspektiven von außen abreißt. Du schaust von außen auf ein Objekt und machst dich damit so an außen mit einem äußeren Gegenüber. Das ist wie mit dem Runen und mit dem bewegten Beobachter. Ja. Und dass die Sachen nicht auf eins kommen, ist, weil die Eins ist nichts. Das ist alles ohne Urteilung. Das Existieren ist dann wieder eins, wenn es nichts wird. Ja. Das klingt alles so kompliziert, bis man, ich sag, bis du verstanden hast, dass man ein Quadrat mit drei Strichen zeichnen kann. Ja. Das doch schon blöd ist, wenn ich das versuche, weil das Wort Quadrat ja schon aus vier Strichen besteht. Was uns das nächste Problem aufwirft, dass jetzt hier was kommt, dass ausgedachte Dinge immer gewandelt sind. Das heißt also, ich habe schon mal gesagt, wenn wir jetzt einen Kreis nehmen, okay, mit einem Radius 1, dann wissen wir, der Umfang ist ja das Pi mit drin. Und jetzt denken wir uns wirklich einmal die Linie des Kreises, den wir uns denken, unendlich dünn. Das ist ein unendlich dünner Faden. Okay? Dann ist es definitiv, wenn ich jetzt mit vier Nadeln reinlange und ich ziehe den so ein Quadrat, ausgedachterweise muss dir klar sein, dass die Seitenlänge niemals eine natürliche Zahl sein kann. Genau. Das gespiegelt kann ich jetzt sagen, ich nehme ein Quadrat mit 1 mal 1 oder 2 mal 2, ausgedachterweise vorgestellt, und wir sagen jetzt wieder, das ist der Faden, und ich mache aus denselben Faden einen Kreis, dann kann die 2 kann eigentlich fraktal, es ist ein Fraktal, es ist ein, die natürlichen Zahlen sind, die Zahlen zum Zählen, und jetzt müssen wir reinspringen in das Selbstgespräch, wo ich hier mit dem Englischen gemacht habe, wo ich sage, die sind es wert, wenn dich das interessiert, diese Animationen, das glaube ich ist vorhergehende Selbstgespräch, was er wenn wird im ersten Moment,
Das ist wieder das Denken von den wir wissen ja, wir Mathematiker wissen ja. Du müsstest jetzt nur wissen, was das Wort Mathematik bedeutet. Es ist das gelernte Wissen, das du nachäffst, das du nachschwätzt und auch Vorstellungen aufbaust, die genauso sind, wie du dir das aufbaust, was dir aber nicht erzählt wird, dass wenn du die Formeln wirklich genau weißt, auch in der Chemie des H2O, dass diese Vorstellungen von irgendwelchen Atomen mit Protonen und Elektronen, die drumherum kreisen, oder in der Chemie dieser Elementarteilchen, dass das reine Vorstellungen sind, die in einem Mesokosmos überhaupt nicht entdeckt werden können, weil die ja so unvorstellbar klein sind. Das gilt übrigens auch für die ganzen Coronaviren und das ganze Zeug. Wenn du jetzt aktuell eine Tageszeitung aufmachst, der Bildzeitung, der letzten Wochen, die Überschriften, und es wäre unvorstellbar gewesen, 2 Jahre zurückgeblättert, das hätte keiner dran gedacht vor 1,5 Jahren, dass solche Überschriften drin sind. Und du wirst immer merken, dieses System ist immer auf Panik, auf Angstmachen aufgebaut. In Ich Bin Du gibt es einen schönen Satz, ich muss den frei zitieren, dass ich gesagt habe, wenn die Reichen, die mir uns jetzt ausdenken, und die Mächtigen begreifen, dass das auch nur ganz normale Geistesfunken sind. Und dass egal, was sie machen, was du für anderen machst, machst du für dich selbst. Wird keiner, der Geist ist, egal welcher Programm das hat, sich da nicht einklinken in dieses neue System. Du wirst aufhören, Schuldzuweisungen zu machen. Das gilt übrigens auch, umso reicher die Menschheit wird, und das haben wir zurzeit, umso ärmer wird die andere Hälfte. Diese Verteilung. Das Problem ist, dass die Armen hier den Reichen was vorwerfen. Ihr beutet uns ja aus. Aber erschaffen wird es von denen, die sich das ausdenken. Es wird gar keine Reichen geben, keine Mächtigen geben, wenn du dir die nicht ausdenkst. Ich sage immer wieder, sobald du dir Reiche, umso reichere oder mächtigere du dir ausdenkst, ist dir gar nicht klar, dass im selben Moment ein Gegenwart nämlich ein Ohnmächtiger ist und dass deine Logik dir aufzwingt zu sagen, ich bin der Ohnmächtige. Umgekehrt natürlich genauso, wenn du dir jetzt in einer riesen Hybris und Arroganz dieses Massenvolk, das nur lästig ist für dich. Ich sage immer, bei den Stars, ich will ja Fame werden, ich will ja berühmt werden. Und sobald die dann wirklich berühmt sind, dann tragen sie sich dann auf die Straße, weil ihnen diese anbieten, so ankotzen, weil Autogramme und so weiter und so fort. Schizophrenie in allen Lebenslagen. Das sind die Metaphern, die du in deiner Traumwelt zu erkennen hast. Und zuerst einmal verstehen, dass du die Quelle bist, aus dem das ganze Zeug herausquillt. Durch deine Maske, durch deine Logik, durch deine Interpretationen. Es bleiben aber nur deine eigenen Gedanken. So, und wenn man das Wissen jetzt hat, wirst du trotzdem jeden Morgen als der aufwachen, der du zu sein glaubst. Und jetzt möchte ich ein ganz lautes Veto von dir hören. Ich bin heute Morgen gar nicht aufgewacht. Ich denke schon wieder Vergangenheit aus. Das ist der Fokus, wo du absolut jeden Moment da sein musst. Was ist jetzt da? Ist es jetzt da? Egal, wo ich mir das räumlich und zeitlich hindenke. Und jede Qualität, die ich definiere, definiere ich zwanghaft. Das ist es hier in mir. Und jetzt war ich einfach wie ein Kind, ich beobachte jetzt erst einmal, was in mir passiert. Ein Tierchen, sage ich seit 20 Jahren, das in dir auftaucht, kannst du rund um die Uhr beobachten. Es ist nicht immer da, das Tierchen meine ich jetzt ganz gezielt den Körper, der jetzt vom Computer sitzt, weil wir von dem reden. Es ist sehr oft, läuft der Mensch, das Programm auch, wo du nicht im geringsten an deinen Körper denkst, die meiste Zeit. Jetzt, wenn du zum Beispiel aufmerksam zugehört hast bei manchen Sachen, wenn du geistig bemüht hast, diesen Gedankengängen zu folgen, und ein Gedankengang, der geht nicht von A nach B, sondern der besteht aus ständig wechselnden Bildern. Und dann wirst du irgendwann einmal dieses GE-Quadrat, ich, Geist, sind eigentlich zuerst einmal JCH, ICH, Rot, wir. Und dann wirst du irgendwann einmal anfangen, diesen UP im Hintergrund, diesen absoluten Nichts, den absoluten Mittelpunkt zu danken. Und zu allem, zu jedem neuen Moment, der in dir auftaucht, Danke zu sagen, das ist geistreiches Denken. Weil du weißt, jetzt zeigt immer wieder eine neue Facette von mir. Eine neue Facette von mir, von meinem heiligen Ganzen, eine unendliche Vielfalt. Und das ist in dem ganzen Geschwätz auch der Esoterik drin, deine Meister, die sich dann immer indische Namen geben, weil es, da schwingt so viel Hybris mit. Und wenn du jetzt zu dieser Konsorten gehörst, mach dir das bewusst, ich greife das nicht an. Du kannst nichts dafür, dass du so denkst, wie du denkst. Du kannst für dein jetziges Programm, für dein Intellekt, für dein Glauben, für dein ganzes Leben überhaupt nichts.
Sag danke, dass du es bekommen hast. Egal welches Leben es ist. Es ist jetzt wieder, um zu neutralisieren, ist wie bei Filmen, Ritter. Wenn ich sage, wieder meine Belletristik. Ich will nicht immer bloß Liebesfilme oder Komödien anschauen. Genau. Ich will mal, wenn er schwerere Kost. Da gibt es eine unendliche Vielfalt. Ich muss aber zuerst einmal wissen, dass das alles letztendlich hier zu meiner Unterhaltung ist. Jetzt kann man natürlich wieder Unterhaltung ist ja, viele sagen dann wieder, Unterhaltung ist seicht, die wollen dich unten halten mit ihrer Unterhaltung, ist auch richtig. Wenn du jetzt, das Fernsehprogramm wird ja immer schlimmer, die Öffentlich-Rechtlichen, es wird ja so unendlich primitiv geistloch, Ursache ist wieder aufgelegt auf Werbepublikum, was ist die kaufende Masse der Zombies, die müssen wir ansprechen, dass die Werbung, dass man Geld, Werbegeld da reinkriegt. Wirklich geistreiche Sendungen interessieren nämlich die Masse nicht. Mich interessiert die Masse nicht. Breit ist der Weg der Masse in die Verderbnis. Mich interessiert nur ein Allereinziger. Mich interessieren nicht die Ritters und die Ugurs der Welt oder wie sie alle heißen. Mich interessiert der, der mich jetzt ausdenkt. Mich meine ich jetzt natürlich wieder den Udo. Und ich weiß, dass ich mir den ausdenke. Ich denke mir zuerst einmal den Geistesfunk. Mich selbst als rotes Ich aus und dann unbewusst als rotes Ich mich als Trockennasenaffe. Diese Hierarchie der vier Ichs ist was vollkommen Neues. Ein Spiel, das man mit allein spielt, mit sich selbst intim, ein intimer Akt. Darum ist auch das Geschwätz, wenn du hörst, das ist eine Sekte oder ich habe gehört, ich kenne jemanden, der ist in die Klapse gekommen. Das ist eine tiefe Ablehnung gegen sich selbst. Hass. Der zerreißt dich nur selbst in Stücken. Du hast das, was du hast. Diesbezüglich hast du auch letztendlich das Positive, und das Negative, was du dir ausdenkst, weil beide sind Unvollkommenheiten. Du weißt, du musst die Worte neutralisieren. Ich sage immer wieder, jedes Wort hat erst einmal zwei Seiten. Du kannst es positiv oder negativ auslegen. Du kannst es raumzeitlich auslegen oder geistreich. Denk an meine Wahrheit, wo das Wort Wahrnehmung schon mal drinsteht. H-Eid heißt wie buchstabiert, also das Buchstabierte. Und du kannst es negativ auslegen. Die Wirklichkeit, da ist das dann mal im Hintergrund, das wirkende Licht ist was anderes wie das, was du wahrnimmst. Die Lampe im Projektor ist was anderes wie das, was du wahrnimmst. Bis ich begreife, dass in dem Moment, wo ich mir das denke, die Lampe im Projektor ja auch schon wieder eine Wahrnehmungseinheit ist, die von mir ausgedacht wird. Also spreche ich nicht von einer ausgedachten, auch nicht von einem ausgedachten Gott oder einem ausgedachten Geist. Das ist es, zu erkennen, dass das Nichts dann doch was ist, aber was Zeitloses, Ewiges. In die Energie in der Einstein-Formel, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann. Sie kann nicht vernichtet werden, weil sie das absolute Nichts ist, mit UB geschrieben. Und sie kann nicht vermehrt werden, weil sie El Hayom UB 86 das Meer selbst ist. Ja. Alles. Und jetzt kommen wir in den Bereich des ständigen Wechsels. Das ist der Ursprung, dass ich immer sage, der wird wirklich in allen heiligen Schriften, in meinen Upanishaden, überall wird es beschrieben. Wer kann das wissen? Der dich das denken lässt. Das ist mit Sicherheit nicht der Udo. Der Udo ist ein Gedanke von dir. Aber ich bin es dann doch, glaub es mir. Wenn du es nicht glaubst, ich sage mal, du bist wesentlich mehr Gott wie der Udo, den du dir ausdenkst. Ein Denker ist wesentlich immer, wesentlich mehr wie irgendein Gedanke von sich selbst. Egal an was du denkst. Er ist auch viel mächtiger. Wenn du irgendwann einmal begreifst, dass du dein Denken verändern kannst, dazu musst du aber das Programm verändern. Dein Regelsystem. Und Veränderung ist immer eine Erweiterung. Das ist das Schöne an Holofeeling, dass alles Bestehende schon mal wichtige Teilchen sind. Wir verändern nichts an dem Haar, wie ich sage. Wenn ich ein Wort aus einem Buchstaben, ein Wort mache, füge ich neue Buchstaben hinzu, die ich noch nicht kenne. Neue Regelsysteme, die aber nicht im Widerspruch stehen zu dem Haar und dann doch wieder. Weil ein A, ein U, ein S in dem Wort Haus ist ja was anderes wie das Haar. Aber als Wort werden diese Unterschiedlichkeiten wieder zu einer neuen Kollektion, zu einer komplexeren Kollektion. Ja. Aber das Wort ist schon eine unendliche Vielfalt enthalten. Wie sieht es aus, wenn ich neue Worte hinzufüge? Wenn ich einen Satz kriege, wenn ich einen Absatz kriege, ein Kapitel, kommt von dem Wort kaputt. Die Kapitele, die Krönchen. Lauter kleine Geisteswurm. Es ist so schwer auf dieser unteren Ebene, wenn ich immer wieder sage, in der Welt der Schimmelpilzkolonie zu sprechen. Mein altes Beispiel mit der Ameise.
Wenn ich sage, geh du jetzt, ich verkleinere dich, ohne an deinem Intellekt was zu verändern, setze ich diesen Intellekt in den Körper einer Ameise und dann geh in einen Ameisenbau rein. Dann bist du jetzt erst einmal der Dümmste, weil du von den Ameisenbauregeln überhaupt noch nichts weißt. Das ist ein so tiefes Untersystem. Kannst du kommunizieren mit deinen Ameisen um dich herum? Das ist das erste Problem, wenn ich mich inkarniere. Britta, bist du noch dran? Bin da. Ja, wenn das ist dasselbe in Grün, wenn ich mich in eine Traumwelt inkarniere, egal als wer, ob ich mich als Jakob Lorber oder als Einstein oder sonst was inkarniere, das sind keine wichtigen Inkarnationen. Ich sage, Einstein hat so viele Fehler gemacht in dem Leben. Wenn du dann wirklich das absolute Bewusstsein hast, wenn du wieder UP bist, nicht der ausgedachte UP, dann kannst du die Fehler wieder richtigstellen, was ich mit den Ohrenbarungsbändern mache. Aber richtigstellen heißt nicht, dass ich die bestehenden Wissenselemente verändere, sondern ich erweitere die und das ist so simpel. Willkommen. Wenn dir das einleuchtet, dann bist du Geist. Und wenn du bloß ein Gedanke von dir bist, der wird es nie verstehen. Ja. Also du quälst dich nur selber, du ziehst den Kürzeren auf Dauer. Darum sag, lass es doch geschehen und noch einfacher kann man es ja nicht machen, weil ich sage, du musst deinem jetzigen Leben nicht von Holofeeling-Seite aus, musst du gar nichts verändern. Die Veränderung besteht darin, dass du zu einem vollkommen bewussten Beobachter von dir selbst wirst, der aufhört, irgendetwas allen voran sich selbstständig zu kritisieren. Wie war das? Kritik ist immer ein Vergleich mit einem einseitigen, unvollkommenen Ideal. Das heißt, dann wirkt nämlich immer noch deine einseitige Logik in dir. Du sollst dir diese Einseitigkeit bewusst machen. Und dann ist automatisch mein schönes Beispiel mit den Puzzlestückchen. Genau. Das ist das Jenseits und das ist das Diesseits. Das taucht aus dem Jenseits auf, ohne dass es heraus ist. Es ist nur eine Facette, die herausgespiegelt wird. Das ist wie wenn wir uns jetzt wieder unseren Spiegeltunnel oder den Spiegel der Tetraeder nehmen. Du bist das innerste Licht und jedes Licht, das du anschaust, ist eine gewisse Perspektive von dir selber. Eine Facette, wo jede dieser Facetten wieder als neues inneres Licht wieder Facetten um sich herum. Die werden jetzt dann sehr gefiltert über die Masken. Das kann man, wenn man es einmal begriffen hat, kann man sich gar nicht mal vorstellen, dass einem das nie aufgefallen ist. Was soll mir auffallen? Dass eigentlich letztendlich einmal sinnlich wahrgenommen nur das da ist, was ich jetzt auf der VR-Brille habe. Und wenn es eine VR-Brille ist, die muss von einem Computer angesteuert werden. Das ist mein Chef, das ist mein Gehirn, das ist der Rechnungsführer. Jetzt, das sind Symbole. Wie war das mit dem Märchen? In dem Märchen sind, du musst die Symbole verstehen. Die Metaphern. Wie oft habe ich gesagt, der Krug, der zum Brunnen geht, bis er bricht, oder die Lügen mit den kurzen Beinen, die du dir auf den Zahlen gelesen jetzt vorstellst, sind vollkommen unwichtig. Das ist eine tiefere Ebene da. Die Metapher-Ebene ist unheimlich wichtig. Die Schale, die Hülle, die Experiments, das Denken, das aus dir um dich herum gedacht wird. Vom Ei interessiere ich doch gar nicht, du machst es auf. Dann kommt das Eiweiß und ganz innen ist es gelb und in dem Gelb ist der eigentliche Keim. Immer wieder, das Wesentliche ist im Zentrum. Jetzt lassen wir es gut sein. Das war ein schönes Schlusswort. Selbstverständlich. Das immer. Ist im das, ist, das ist ein Sub. Ja. Ein Sub, das absolute Ende. Ja, wunderbar. Und irgendwann, wenn ich sage, ich bin du, das bist du selbst, von allem. Bist du jetzt noch ein peripheres Ende oder bist du schon das absolute Ende? Es würde mir schon reichen, wenn du zuerst einmal dich zu einem peripheren Mittelpunkt setzt. Und zwar den Mittelpunkt für deine komplett eigene Traumwelt, die du dir ausdenkst. Wie gesagt, das passiert ja. Du als träumender Geist hast keinen Einfluss drauf und dann doch wieder. Das ist eine einseitige Aussage. Indem du sehr aufmerksam beobachtest, was du jetzt träumen musst, was passiert und wie du reagierst, dann erhebst du, löst du dich immer mehr in Richtung dieses Zentrums. Spielen wir noch eine Runde Leben. Ja. Wir zwei. Ich bewusst und du meistens unbewusst.